Wilhelm Furtwängler, wie er am Flügel sitzt und Noten schreibt. Da ist er 9. Und soweit man das auf dem Foto erkennen kann, ist das ein Lüdner. Das war also sein erster Flügel. Hier sitzen wir jetzt an dem ersten Bechstein, den Wilhelm Furtwängler gespielt hat. Herr Wilmes, was waren die Anfänge dieses Flügels? Die Anfänge liegen ein wenig im Dunkeln. Der Flügel ist ca. 1881 gebaut worden. Das wiederum konnten wir rekonstruieren, denn der Flügel hat keine Seriennummer mehr. Als der in unseren Besitz zurückkam, haben wir festgestellt, dass er keine Instrumentennummer mehr hat, sondern nur noch eine Rastennummer. Und anhand dieser Rastnummer 1541 und dann anhand einer Schwander Mechaniknummer 12343 konnten wir ungefähr das Alter des Flügels einschätzen und feststellen, dass er um 1881 gebaut worden sein muss. Tja, was wir auf jeden Fall dann auch wissen von der Familie Furtwängler ist, dass er 1899 an die Familie Furtwängler geliefert worden ist. Wo der Flügel dazwischen stand, ob der so lange bei Bechstein war oder irgendwo anders zwischendurch schon war und dann gebraucht wieder verkauft worden ist, wissen wir nicht. Und er hat dann nachweislich lange im Haus Tanneck am Tegernsee gestanden. Und da 1899 die Eltern von Furtwängler diesen Sommersitz erworben haben, liegt es also nahe, dass der Flügel direkt dorthin geliefert wurde und wahrscheinlich der Kauf dieses Sommerhauses auch der Anlass überhaupt war, diesen Flügel anzuschaffen, damit eben hauptsächlich Wilhelm in den langen Zeiten, die er auch immer dort verbracht hat, auch ordentlich Klavier üben und komponieren konnte. Eine Detektivgeschichte. Der Flügel kam 2005 zu uns, aber wir wussten von dem Flügel seit 2004, weil der damalige Besitzer, ein Herr Menninghaus, der auch selbst Orchestermusiker in München war oder ist, den von der Familie Furtwängler erworben hatte 2004 und sich bei uns erkundigte, wie teuer eine Reparatur sein würde bzw. eine Aufarbeitung. Da dieser Preis sehr hoch war, also er hätte ordentlich drauf gezahlt, hat er sich dann entschieden, lieber den Flügel an uns abzugeben und wir haben ihn 2005 übernommen. Der Herr Menninghaus wiederum hat den Flügel bekommen von der Frau, von dem Neffen von Furtwängler, Florian Furtwängler. Der war zu dem Zeitpunkt schon verstorben, aber die Frau lebte noch und die hat den an Herrn Menninghaus verkauft. Und diese Frau von Florian Furtwängler wiederum hat uns mitgeteilt, dass der Flügel über Jahrzehnte im Besitz der Familie gewesen ist und dass der eben auch in dieser Villa am Tegernsee gestanden hat, über Jahrzehnte. Thank you.
der Flügel klingt ja erstaunlich modern und auch wenn man reinguckt, sieht man, dass offensichtlich eine Grunderneuerung gemacht wurde. Also eine sehr aufwendige Restaurierung. Dennoch ist doch aber die Grundbauart beibehalten worden. Die Grundbauarbeit und die Grundsubstanz ist beibehalten worden. Und wenn Sie den Flügelklang mit einem unserer heutigen gleich großen Flügel vergleichen, dann werden Sie auch ganz deutend Unterschiede finden. Also der Flügel klingt feiner, der klingt nicht so voluminös und stark und er klingt schon deutlich anders als heutige Westernflügel. Zwar schätzte Furtwängler auch Blüthnerflügel, weil sie, wie er meinte, so schön singen können. Und man kann an Programmzetteln sehen, dass er im Konzert auch ein Steinway gespielt hat. Aber sein Flügel in der Berliner Zeit war meines Wissens auch ein Bechstein. Und ebenso steht in seiner letzten Wohnung in Clarence ein Bechstein. Furtwängler war in der Tat auch ein sehr guter Klavierspieler. Er konnte jederzeit aus einer Beethoven-Sonate etwas spielen oder aus einem Beethoven-Streichquartett. Er führte auch seine eigenen sehr schweren Violinsonaten auf und spielte gern den Klavierpart in den Bach-Konzerten. Es wundert nicht, dass er auch am Klavier, wie beim Dirigieren, mit voller Hingabe und sehr ausdrucksvoll spielte. Mit vollem, leuchtendem Ton, farbig, den auch der Pianist